Menschen mit Diabetes neigen zu hohem Blutdruck. Wird dies zum Dauerzustand, kann das die Blutgefäße schädigen, die den Körper mit Sauerstoff versorgen. Dann drohen Organschäden, Herzinfarkt und Schlaganfall. Um den Blutdruck zu senken, sind zwar ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptorblocker notwendig. Die Grundlage für gute Blutwerte bildet jedoch immer eine gesunde Lebensführung. Dazu zählt, an Kochsalz zu sparen. Die tägliche Menge sollte 6 Gramm nicht überschreiten. Das entspricht ungefähr einem Teelöffel. Dabei sollte man auch den Salzgehalt der Produkte überprüfen, die man konsumiert. Ganz grundsätzlich sollte man sich beim Essen disziplinieren. Das hat nicht nur einen positiven Effekt auf die Blutdruckwerte, man verbessert auch den Stoffwechsel und fühlt sich fitter und gesünder. Unproduktiver, negativer Stress kann den Blutdruck steigen lassen. Wichtig ist daher, ausreichend zu schlafen und sich zu erholen. Ebenso können Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation helfen. Regelmäßige Spaziergänge in der Mittagspause können ebenfalls gut tun. Schon 15 Minuten in der Natur entspannen nachweislich.